Willkommen zurück, ein kleiner Schnitt in unserer Aufnahmesession. Jo. Motoko mal wieder am Essen. Ja, mal wieder am Essen, wie immer. Tiegel, Raketenwerfer Javelin. Die von der Allianz entwickelten Javelin-Raketen setzen beim Aufschlag dunkle Energie frei. Dadurch werden vernichtende Raumzeitstörungen ausgelöst, verstärkende Warpfelder, die die Molekülbindung des Ziels aufheben. Nach mehreren Treffern mit diesen Raketen bricht sogar die stärkste kinetische Barriere zusammen. Die Allianzforschung hat mehrere Fabriken auf den Kolonien mit der Herstellung von Javelin-Raketen beauftragt, um alle Schlachtschiffe der Bündnisflotte damit auszurüsten. Nett. Ja. Ja, da war ja noch was. Ja, da war noch was. Ja. Ich weiß nicht, wo das war. Jack. Jack, früher bekannt als Subjekt Zero, ist vielleicht die begabteste Biotikerin ihrer Zeit. Nachdem sie Shepard bei der Vernichtung der Kollektoren geholfen hatte, wurde ihr von der Allianz eine Stellung als Ausbilderin an der Grissom Akademie angeboten. Sie nahm aus ganz persönlichen Gründen an und verbesserte bei der Arbeit mit den Studenten auch ihre eigenen Fähigkeiten. Grissom-Vorstandsmitglied Kathleen Sanders hat Jack dynamische, wenn auch unorthodoxe Lehrmethoden immer unterstützt. Weil sie von den Fortschritten beeindruckt war, die die Studenten unter der eigenwilligen Biotikerin machen. Was ist eigentlich, wenn du auf Konfliktgebiete drückst? Achso, dann siehst du die. Okay, und wie sind wir schon so? Mhm. War da noch was? Kathleen Sanders. First Lieutenant Kathleen Sanders kam in den Vorstand der Grissom Akademie, nachdem sie ihre militärische Laufbahn beendet hatte. Als der Überfall von Cerberus auf die Akademie von Commander Shepard vereitelt wurde, schloss sich Sanders den Allianztechnikern an, die am Bau des auf dem Mars gefundenen Proteanergeräts arbeiteten. Ihre Vergangenheit als Systemtechnikerin mit Spezialgebiet synthetische Intelligenz war bei der Entschlüsselung der komplexen Feedback-Systeme, die die Energieabgabe der Waffe kontrollieren, überaus hilfreich. Einige der technischen versierten Studenten der Grissom Akademie wurden von Commander Shepard von Cerberus gerettet. Sie haben sich mit Sanders getroffen und helfen ihr bei einigen der Probleme, die ihr zu schaffen machen. Ja. Dann würde ich sagen, mal weiter. Ja. Was hast du jetzt Lust wieder? Ich würde gerne mal die Leute interviewen, ob die was Neues zu sagen haben. Ich finde das immer toll, wenn man mit den Leuten reden kann, weil da... Hast du die Feeds von Palavan gesehen? Brutal. Erstaunlich, dass die Turianer noch stehen. Die Vögel geben nicht auf, wenn es hässlich wird. Das muss man ihnen lassen. Sie haben ungelesen... Ich habe gerade erfahren, dass von der Grissom Akademie alle sicher eingetroffen sind. Wir hätten nicht mal davon erfahren, wenn sie das Notsignal nicht aufgefangen hätten. Gute Arbeit. Danke, Commander. Ja, die ist darüber nämlich froh. Wahrscheinlich bekommt sie selber von da. Ja, privates Terminal, ne? E-Mails. Von Steven Hackett. Weitergeleitete Nachricht von Kathleen Sanders. Hallo, Commander. Ich hatte noch keine Zeit, mich angemessen für die Rettung aus der Akademie zu bedanken. Und Admiral Hackett hat zugesagt, das hier an Sie weiterzuleiten. Meine Studenten erfüllen draußen ihre Pflicht, während ich beim Tiegel helfe. So gut ich kann. Es ist ein erstaunliches Projekt, viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner... Schatz, bitte scroll einmal durch und dann ist gut. Sonst kriege ich einen Föhn mit den Augen, wenn ständig meine Lesereihe nach oben oder unten switcht, ey. Schrecklich sowas. So gut ich kann. Es ist ein erstaunliches Projekt, viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner eher tech-orientierten Schützlinge sind auch hier geblieben. Und wenn ich ihnen beim Arbeiten zuhöre, das ist die Zukunft, Commander. Dieses Projekt wird den Fortschritt der Menschen über Generationen bestimmen. Und der Dank dafür gebührt allein ihnen. Beste Grüße. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir die anderen Leute auch nochmal interviewen. Mal gucken, ob die was zu sagen haben. Fangen wir von unten an. Hast du da schon alle angesprochen? Wo? Da, wo wir gerade waren. Ja. Fehlt jemand? Wo ist denn unser... Achso. Er schweißt gerade ein wenig. Haben wir was kaputt gemacht? Ist mit dem Shuttle alles okay? Ich überprüfe nur die Gleichgewichtsdämpferspulen. Wir sind im UT-47 anfällig. Aber keine Sorge. Der Vogel ist total stabil. Sie sind immer nur hier unten und arbeiten. Nehmen Sie denn auch mal frei? Ich schlafe genug. Müde zu fliegen ist schlimmer als betrunken zu fliegen. Und wenn Sie wach sind?
Keine Entspannung? Ich muss mich beschäftigen, denn sonst denke ich zu viel nach. Ich schätze Ihren Einsatz, aber ich will kein Burnout-Syndrom sehen. Ich kenne meine Grenzen und würde nie Ihr Leben riskieren. Haben Sie sich denn auch vor dem Krieg nie entspannt? Doch. Ich weiß noch, als die Hawking hinter Arcturus stationiert und ich ein blutiger Anfänger war. Es gab da dieses Beobachtungsdeck über den Startbahnen. Man konnte allen Schiffen beim An- und Abdocken zusehen. Wenn ich allein war, habe ich die Lautsprecher abgeschaltet. Dann flogen sie lautlos vorbei. So etwas gibt es auch auf der Citadel. Wenn wir das nächste Mal dort sind, sollten Sie sich freinehmen und sich das ansehen. Ich weiß nicht. Vielleicht. Wir haben schon so viele Punkte, dass wir sogar sagen können, er soll es machen. Und deswegen sagen wir ihm, tun Sie es für mich. Jo. Nehmen Sie auf der Citadel Landurlaub, Steve. Mir zuliebe. Wie soll ich denn bei dem Ton Nein sagen? Gar nicht. Ja. Commander, ich fühle mich furchtbar, Stop. Weil ich sie in der Grissom Akademie einfach so im Stich gelassen habe. Es war ein direkter Befehl von mir. Ja schon, aber das macht es nicht besser. Ich bin nur froh, dass alles gut ausgegangen ist. Er konnte ja nicht. Der wurde ja beschossen. Genau. Wir haben neue Brust bekommen. Und ist es besser? Nee. Sollen wir jetzt mal mit der neuen... Wir haben dann gern mit der hässlichen Rüstung da. Das Artefakt einsammeln. Nee. Ein Ganzkörperkondom, aber echt, ey. Stell dich nur an. Wuff, wuff. Ja, kannst du ansprechen. Hallo. Unser kleiner Hundi. Was machst du? Schatz, was machst du? Waffen modifizieren. Wieso machst du das denn? Ich habe schon wieder eine neue eben, die du jetzt brauchen kannst, oder ja, was? Ja, wir haben jetzt Modifikationen für Sturmgewehr bekommen. Ah. Neue. Okay. Ja. Ist da hinten noch was? Da hinten irgendwas mit denen? Kann man... Oh. Ah. Haben wir da was übersehen? Scheint wohl so. Guck mal. Oh, Hundi schläft. Hui, hui. Ja, dann reden wir mit unserem Muskel Protzi Protzi. Otzi Otzi. Was ist denn mit Edi los? Hat ein neues Zuhause. Super heiß und super sexy. Wenn sie bei Missionen dabei ist, wird mich das ziemlich ablenken. Noch abgelenkter. Nett gemeint. Wir reden später weiter. Natürlich. Was kann ich für Sie tun? Warum benutzen Sie ständig Spitznamen? Ich kann mir so die Leute besser merken. Manche passen einfach nicht zu Ihrem Namen. Also gebe ich Ihnen einen neuen. Ah ja. Sie haben eine Mission gegen die Kollektoren erwähnt. Was ist passiert? Das, was ich erzählt habe. Alles ging den Bach runter und ich und ein paar andere haben überlebt. Wenn Sie den Rest der Geschichte hören wollen, müssen Sie mich richtig betrunken machen. Oder... Oder was? Oder nichts. Tut mir leid, Commander, ich will einfach nicht darüber reden. Nächstes Thema? Wir reden später weiter. Klar. Aber wir wissen nicht, ob wir die Sachen schon aufgenommen haben oder nicht, die er sagt. Oh. Kann es sein, dass es neue Sachen gibt? Das kann sein. Oder wir waren letztens mal so blind. Ja, obwohl wir schon gründlicher waren. Ja, da geht's doch weiter, Schatz. Da hinten war nichts mehr. Da haben wir wirklich zu 100%. Ich sag ja, vielleicht sind die Sachen neu. Wer weiß. Lieber einfach einmal noch alles ablaufen und noch zwei Hamster suchen. Zwei Weltraumhamster. Ja gut, hier ist dann nix. Und dann geht's auch wieder zurück. Ja, und dann wird's noch mit den anderen geredet. Mal gucken, ob Garrus was Neues sagt. Ach, Garrus. Oh, Hundi, Hundi, Penny. Hundi! So.
Will der auch das Hundi-Hundi vorbeibringen? Ich dachte, dass das für uns irgendwas macht, aber es liegt ja so total gelangweilt da rum. Wen gibt's hier? Lex. Ja, ich weiß schon, ich merke schon, das ist irgendwie sehr leckig heute. Ach ja, gibt Schlimmeres. Da unten war nichts, oder was? Nein, unten war nichts mehr. Brauchen Sie etwas, Commander? Weitermachen, Adams. Jawohl, Ma'am. Manchmal ist es total schwierig, das Raster im Gleichgewicht zu halten. Commander? Gut. Okay, ist da sonst niemand da? Nein. Okay, dann gehen wir jetzt wieder hoch. Ja, wir wollen halt keine Gespräche verpassen, deswegen reden wir da mit allen Leuten. Genau, weil es ja auch interessant sind, die Dialoge. Ja, ich meine, wenn ich da jetzt nur durchrauschen würde, hätten wir nicht den Mischmasch gewählt, ne? So, kann man hier mit gar keinem reden oder irgendwas einsammeln? Nö, hier ist nichts. Das ist langweilig. Schade auch, dass man nicht mehr in die Herrentoilette wandern kann. Ist da auch nichts? Nein. Nur in die Damentoilette. Wir haben übrigens eine Toilette bei uns in unserem Quartier. Eine Toilette nur für uns. Da ist auch keiner drin. Hier war ja früher immer der Fane drin. Genau. In der Lebenserhaltung. So. Und Liara. Hallo, Türe. Sesam, öffne Danke dich. Danke für das Datenpaket. Die Ergebnisse finden Sie im Informationsnetzwerk-Terminal. Na, dann tun wir mal ein bisschen updaten. Kraftschaden. Ablenkzeit. Biotik. Die Ablenkzeit verbessern. Damit können Sie schneller wieder zaubern. Oder halt Biotik einsetzen. Es war schon seltsam. Eine ganze Akademie nur für biotische Kinder. Haben Asari keine Biotikschulen? Jede Asari-Schule hat biotische Ausbildungsprogramme. Das gehört zur Grunderziehung. Trotzdem waren die Kinder in der Akademie sehr beeindruckend. Jack ist bestimmt sehr stolz. Jo. Jo. Das noch eins. Anruf von Kefli Sanders bei Jack. Hey Sanders, wollen Sie sich nach den Kindern erkundigen? Wie geht es Ihnen denn, Jack? Ganz gut. Wird das lange dauern? Ich habe ziemlich viel zu tun. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich einige Allianzfreunde dazu überredet habe, sich von den Biotikverstärkern zu trennen, den Sie und Ihre Kinder bei Grüßen getestet haben. Sie können ihn auf der Citadel abholen. Verdammt, einer von den L3X1. Wissen Sie, was ich damit alles anstellen kann, wenn er erst einmal installiert ist? Ich kann's mir vorstellen. Passen Sie auf sich auf. Ja, ja, und hey, danke. E-Mail von Kathleen Anders an David Anderson. David, David, diese Nachricht wird dich nicht so schnell erreichen, außer du findest auf der Erde eine funktionierende Extranet-Verbindung. Ich habe es zu der Waffe geschafft, die wir bauen. Sie ist noch nicht mal halb fertig und sie ist das atemberaubend komplizierteste Stück Technologie, das ich je gesehen habe. Ich wünschte, du könntest sehen, was wir hier bauen, David. David, es gibt mir Hoffnung. Pass auf dich auf, mir zuliebe. Ja, und irgendwie sind die Dinger hier leicht buggy. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Aber es ist lustig, wir können ja diese Geheimnachrichten lesen, ne? Die sie abfängt, oder? Genau. Aber normal hätten wir das ja niemals erfahren. So mit der... Genau. Ich bin froh, dass Garrus wieder da ist. Ich wollte ihm bei seinen Narben helfen. Aber er scheint sie tatsächlich zu mögen. Ja, der sagt immer, das würde uns wild machen. Ich stehe nicht so auf Narben. Also ich finde das... Kann er ruhig wegmachen lassen. Das würde mich nicht stören. Ich mag ihn mit oder ohne Narben. Ja, genau. Zur Edi und zum Dings müssen wir... Was ist da auf dem Tisch? Gar nicht. Da kannst du die Fähigkeiten aussuchen. Mhm. Genau. Ja, dann gehen wir mal zu Garrus. Jupp. Computer, warum hast du so wenig Frames? Das nervt. Warum geht die Tür nicht auf? Gib mir mehr Frames. Sesam, öffne dich. Muss ich öfter sagen? Mit das Schlimmste an diesem Krieg ist, die Reaktion der Kinder beobachten zu müssen. Wenn sie Glück haben, sind sie mit der Überzeugung aufgewachsen, dass die Galaxie im Grunde eigentlich ganz anständig ist. Hier und da ist es mal ein bisschen unruhig, aber zum größten Teil hat das Leben durchaus Sinn.
Und jetzt finden sie heraus, dass das alles eine Lüge war. Sie wachen auf und sehen diese Dinger in der Dunkelheit, die jeden vernichten wollen, an dem ihnen je etwas gelegen hat. Wenn sie überleben, wird es da draußen jede Menge wütender Waisenkinder geben, die nach Antworten suchen. Ja. Seine Waffen? Garrus, du alter Sack, du kannst ruhig mal mehr mit uns reden. Schlimm, ey. Wir haben jetzt schon 2 Missionen gemacht. Das Leben wäre nicht vollständig, ohne Jack nochmal zu sehen. Schön, dass sie jetzt nicht mehr als gefährliche Irre gilt, sondern nur noch als leicht geistesgestört durchgeht. Wobei man zugeben muss, dass sie Cerberus schon damals durchschaut hatte. Ich hätte ihr vielleicht sogar zugehört. Aber ich habe wegen ihrer Tätowierungen jedes Mal Kopfschmerzen bekommen, wenn sie den Raum betrat. Quatsch ihn nochmal an. Sieht aus, als hätten wir Cerberus erneut geschlagen. Glauben Sie, der Unbekannte feuert seine Lieutenants nach so einem Versagen? Oder stellt er sie einfach nur an die Wand und bringt es hinter sich? Ich wünschte, es hätte in meiner Jugend eine Grissom-Akademie für Turianer gegeben. Ich wollte immer schon lernen, wie man malt. Heute beschmiere ich hauptsächlich Wände mit Reaper-Blut. Das ist zwar nicht dasselbe, aber auch davon kann man leben. Im Moment nicht. Okay, vielleicht gut. Reden wir nochmal mit Liara. Hat sie dann vielleicht auch noch ein paar Sprüche drauf? Kann schon sein. Okay, immerhin etwas. Ja, dann hätte er mal einen gelernt. Aber die anderen Leute hatten ja wirklich nur einen Spruch, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Also bei den, nein, aber bei den eben hatten wir auch immer den gleichen Spruch, oder? Ja. Na, ich will ja nichts verpassen hier. Dann spreche ich es nochmal an. Bereit für die nächste Mission? Bereit für die nächste Mission? Ja, komm, du bist langweilig. So, und jetzt können wir mal zum Kommandanten gehen. Wie ist denn der Kommandant? Zum Joker. Ja, zum Piloten. Ja. Pilot, nicht Kommandant. Sorry, ist schon spät.